Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Powerworld mit der Fanny. Ich würde gerne heute ein wenig zu Hause bleiben und wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon ein wenig was noch dazu gebaut. Einmal den Entsafter, dann habe ich die Statue da oben hingestellt. Ich weiß gar nicht, das kennt ihr schon hier, ne? Meine drei Brutteile. Gut, ich würde tatsächlich jetzt hier auch noch ein bisschen was hinbauen. Dazu brauche ich aber erstmal wieder Fundamente. Die hier sind. So, jetzt geht mir mal aus dem Weg, meine Lieben. Kleine Racker. So. Jetzt muss ich selber aus dem Weg gehen. Weil... Genau. So, dann einmal drehen. Ach, scheiße. Hier geht's gar nicht mehr weiter, ne? Weil das natürlich jetzt im Weg ist. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Achso, da ist ja Treppe. Ja, da ist Treppe. Okay, ja, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Weil wenn ich das jetzt da abreiße, dann... habe ich ein großes Problem. Shit, kann man das nicht versetzen? Das ist so ärgerlich. Ah, naja. Ja, das ist natürlich wieder mit der Planung irgendwie ein bisschen... Ihr wisst schon. Ein bisschen dumm gelaufen. Okay, nichtsdestotrotz baue ich jetzt trotzdem weiter. Ist egal. Da muss ich jetzt improvisieren. Okay, ich würde tatsächlich... Ich würde tatsächlich hier ein wenig... Warte mal. Ich würde meine Bar hier hinbauen. Wisst ihr? Vielleicht. Wartet. Nicht zu nah an die Wand, aber auch nicht zu weit. Und vielleicht. Ist die soweit gerade? Nee, ist sie nicht. Aber so sieht gerade aus. Schauen wir mal. Ja, also ich passe durch. Die passt nicht. Okay. Ja, baut mal schön. Jungs. Eine Bar außerhalb auch schön, oder? Also mir gefällt's. Gut, Hocker. Ganz wichtig. An einer Bar gehören Hocker. Wartet mal. Einmal dahin. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt, ne? Muss ich immer einzeln. Ich mache aber jetzt nur zwei Hocker. So. Und vielleicht... Ja, habt ihr schön gemacht. Ihr seid so fleißig. Und hier kann sich sowieso keiner hinsetzen, aber ist egal. Hocker kommt trotzdem hier hin. Ist ja einfach nur zur Deko, ne? Ja, soll es ja gar nicht sein. So, macht mal. Sehr schön. Habt ihr fein gemacht. So, okay. Ich soll ja... Wartet mal, um meine... um mein Lager zu verbessern, soll ich ja eine Stahltruhe bauen. Mache ich das jetzt einfach mal. Ich baue die jetzt einfach mal... I don't know. Irgendwo hin. Stahltruhe. Die hier. Das ist ja eigentlich ein Schrank, ne? Das ist ja eigentlich schon ein Schrank. Warte mal. Ach, shit. Wo setze ich die denn jetzt hin? Ohne, dass die stört. Machen wir die hier hin? Einfach, weil ich es kann? So. Na, kommt. Meine fleißigen Bienchen hier. Komm, ich helfe mit. Bin ja nicht so. Perfekt. So.
Oha. Cool, cool, cool. Ganz viel Lagerplatz auf jeden Fall. So, jetzt habe ich meine Mission erledigt. Jetzt kann ich ja theoretisch mein Lager verbessern. Von 17 auf 18. Ja. Gut. Baue Fließbandwerk 2. Ja. Kann ich aber... Wartet mal. Kann ich doch gar nicht, oder? Ach, ich habe noch mal zwei Antik-Technologie-Punkte. Kann ich die noch ausgeben? Ja, für den antike, für die antike Kommode auf jeden Fall. Sphärenwerferbrauch oder hier, donnernde Heimkehr wäre auch eine Option. Oder ich sammle die jetzt noch ein bisschen. Aber ich hätte schon gern so einen Frisiertisch. Ich lasse das lieber noch, oder? Ich lasse es lieber noch. So, wartet mal, was kann ich denn jetzt hier noch an Technologiepunkte ausgeben? Gefriergranaten. Ja, so Granaten bin ich nicht so der Typ für, bin ich ganz ehrlich. Gartenmöbelset. Ein dekoratives Einrichtungsset für Freunde und Gartenmöbeln. Okay. Eismine, ja. Metalltonset. Ist sich zum Bahn geeignet. Okay. Die Ultrasphäre müsste ich eigentlich noch machen, ne? Aber Salatacker wäre auch nicht schlecht. Ja, da muss ich noch sparen. Ja gut, pass mal auf. Wird ja auch immer wichtiger hier, ne? Mit den Sphären. Ja, mehr ist erstmal nicht drin. Okay, gut, dann ist es halt so. Ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen aufleveln. Ja, verdammt, wie kriege ich... Ich kriege jetzt natürlich das nicht mehr hoch, ne? Das ist jetzt ein Problem. Okay, gut, wie dem auch sei. Ich müsste auch meinen Kochtopf mal langsam machen. Aber ich würde auch tatsächlich mal so ein Blumenbeet bauen. Zement 40, ehrlich. Und die hübschen Blumen, die ich so mühselig gesammelt habe. Ich verstehe. Kann ich hier noch an der Hauswand hier noch so ein Regal bauen? Das wäre doch auch eine Idee. Hat nicht jeder, ne? Außerhalb. Außerhalb, ja, fein. Ich finde den Anubis gut. Der flitzt hier davon. Das ist unfassbar. Gut, dann würde ich jetzt nochmal versuchen, mein Badezimmer umzubauen. Ich nehme aber an, dass mir kein Paar dabei helfen kann. Weil die einfach nicht hier hochkommen. Aber dennoch können sie immer was in meinen Schrank packen. Das ist immer sehr witzig. So, Badezimmer. Es wird nur ein kleines Badezimmer. Aber ist ja nicht schlimm. So, dann erstmal eine schicke Bar. Achso, jetzt habe ich überall Fenster hier, ne? Okay, jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Dach, ne? Ja, okay. Dann einmal so. Wo ist denn hier das Waschbecken? Das ist das Problem, ne? Weil ich habe jetzt hier überall Fenster drin. Ach, das ist natürlich blöd. Das ist ja mega bekloppt.
Das habe ich jetzt schon wieder nicht bedacht beim Bau. Wartet mal. Ich versuche gerade verzweifelt hier das hinzustellen. Aber das klappt hier. Das ist doch viel zu weit weg, ne? Ja, dann mache ich das jetzt eher so hin. Das ist mir zu weit weg. Wartet mal. Wartet, abbrechen. Einmal stornieren. So, nochmal. Es tut mir leid. So. Jetzt kriege ich das. Ja, jetzt passt es hier nicht mehr auf. Ja, okay. Dann baue ich das jetzt so. Was soll's. Das ist überhaupt nicht an der Wand. Vielleicht mache ich es eines Tages mal anders. Ist ja nicht so schlimm. So. Ja, wir tun jetzt einfach so, als würde das hier an der Wand sein. Okay, gut. So, Toilette. Da haben wir sie. Das Problem ist tatsächlich... Ich krieg die hier nicht reingebaut. Gibt es noch eine andere Toilette? Nee, natürlich nicht. Ach ja, so viel dazu. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Das ist wie in dem Dach halt so blöd. Hier würde ich sie natürlich hinkriegen. Neben das Waschbecken. ja. Nee, da würde ich sie auch nicht hinkriegen. Ist halt wie in dem Dach so blöd. Okay. Ja, dann. Dann ist es halt so. Ja. Dann guckt halt die Schnur am Fenster entlang. Nein, ich muss gucken. Vielleicht, dass ich das Dach ein bisschen anders hinkriege oder sowas. Ich hätte jetzt hier aber vielleicht auch einen Ankleideraum machen können, ne? Naja, egal. Alles nicht so schlimm. So. Dann machen wir jetzt noch die Toilettenpapierrolle. Oh, ich habe Hunger. Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Ehrlich jetzt? Habe ich nichts mehr in meinem Rucksack? Tatsächlich. Übel. Ich habe nicht aufgepasst. So, okay. Dann noch ein Handtuchhalter. Den hatten wir ja auch noch hier irgendwie. Da. Aber eigentlich wäre ein Handtuchhalter ja hier optimal, ne? So. Genau. Und ein Wäschekorb? Ein Wäschekorb. Genau. Wartet mal. So. Einmal so hin. Wir tun einfach so, als wäre es ein schönes Badezimmer. Die spanische Wand ist auch schon echt cool, eigentlich. Kann ich die hier vielleicht so ein bisschen... Mache ich einfach, ne? Dann verwenden wir die auch mal.
Ja, cool. Achso, die ist ja doch gar nicht gebaut. Oh mein Gott, die Badewanne. Ich habe völlig vergessen. So, gleich fertig. Da ist sie. Ja, cool. Okay. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, man kann ja sowieso nicht auf die Toilette oder irgend sowas. Also von daher, das ist alles nur Deko. Ja, so viel dazu. Schön ist was anderes, ich weiß. So, oh, aber ich könnte ja theoretisch noch diese schicke Standuhr noch runterbringen ins Wohnzimmer. Und eine Essecke noch bauen. Das wäre auch noch eine Option. So, wartet mal, erstmal die schöne Antike. Oh nein. Das ist die. Ach ja, ist wieder zu tief gebaut, ne? Hilfe. Wenn ich mal was machen möchte, ne? Dann vergisst die Fanny immer alles hier. Das ist so. So blöd. So, wartet mal, wo haben wir denn die Esstische? Hier. Aber ich weiß nicht, ich glaube, rund finde ich besser. Da ist der Eingang. Achso, wartet, erstmal einen Teppich bauen. Nicht, dass ich das schon wieder hier vergesse. Ich kenne mich doch. Apropos Teppich, was habe ich denn da für einen Teppich? Hier habe ich den hellen. Dann würde ich hier vielleicht den roten nehmen. So. Ist der gerade? Ja. Eigentlich schon. Ja, hier drin ist es so hell. Was ich eigentlich vergesse, fast das. So, dass, ja eigentlich, nichts mehr großartig hier gebaut wird. So, ich mach mal hier die grünen Stühle. Wie mache ich denn das? Ordne ich die jetzt so ein bisschen schräger an? Ja, oder? So. So. Lampenweg. Und so. Ja, sieht doch nett aus. Meine kleine Essecke. Okay, dann einen Flügel hätte ich auch noch gern. Einen Flügel. Okay, so viel dazu. Flügel ist nicht. Ich überlege. Antikes Bücherregal. Ach Mist. Also eigentlich ist es echt schade, dass man höher bauen muss, weil die ganzen Möbel nicht hinzustellen gehen. Na, das ist, weil die Wände einfach das nicht hergeben.
Habe ich hier schon ein Bücherregal? Nee, ne? Naja, gut, dann nehme ich jetzt das hier. Ist ja nicht zu ändern. Was war das denn, Fanny? Was war das denn? Unglaublich. Antiker Schrank. Der passt natürlich auch nicht hin, ne? Nee. Schade, die großen passen einfach nicht. Gut. Was haben wir denn hier? Metallwandregal. Nicht gut. Pflänzchen muss ich auf jeden Fall noch machen. Gar keine Frage. Ich weiß, ich sollte schlafen. Wo ist mein Ausgang hier? Es ist spät. Meine Parts schlafen. Oh Gott, ich habe Hunger. Leco mio. Wir gehen aber trotzdem erstmal schlafen. Okay, ich muss jetzt unbedingt erstmal was zu essen machen. Habe ich denn noch Mehl oder irgend sowas? Dass ich mir leckeres Brot machen kann. Brot mit Marmelade oder... Oh, ausbrüten kann ich auch gleich. Okay, ich habe kein Mehl mehr. Ah, ist alles in einer anderen Base. Gut, dann mache ich für mich jetzt einfach mal ein bisschen Spiegelei. So, dann brüten wir mal ganz kurz noch aus. Ah, ein Reptiro. Okay, den zweiten. Sehr gut. Ein Wulmak. Auch den zweiten. Achso, Entschuldigung. Und noch ein Reptiro. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß, ich bin hungrig. Wartet mal, ich muss mal was füttern. Nein, nicht die Hälfte. Um Gottes Willen. So, gib mir mal 10. Gib mir mal 10, damit ich mal ein bisschen hier was Futter. Achso, das kann ich ja gleich so machen. Dann kriegen hier meine Pals auch noch ein bisschen was. Oh, jetzt ist wieder leer. Ein Moment. Dann machen wir jetzt 40, damit meine Pals auch noch was abkriegen. So. Perfekt. So. Und dann packe ich den Rest jetzt einfach wieder hier rein. So, dann kann ich ja nochmal die anderen zwei Eier brüten, die ich noch hier so drin habe. Ein gewöhnliches. Und noch ein gewöhnliches. Mehr habe ich ja nicht, ne? Nein. Mehr habe ich nicht. So, sehr gut. Genau, macht mal schön meine Spiegeleier. Du bist sehr, sehr fleißig, mein Freund. Ich weiß. Okay. Das sortiere ich noch einmal. Gut. Also meine Bar gefällt mir hier irgendwie. Das ist ganz okay. Mal so ein bisschen im Freien, ne? Genau, hier habe ich... Habe ich meine eigenen Fertigkeiten? Nee, da fehlen mir noch ein paar. 4 Stück, okay. So, habt ihr mir jetzt hier wieder was reingepackt? Nee, haben sie nicht. Sehr gut. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob ich hier tatsächlich... die Felder machen sollte. Oh Gott, was ist mit dir los? Man weiß es nicht so genau. Ah, herrlich. So, meine Eier sind fertig. Sehr gut. Dann habe ich erstmal wieder was zu futtern. Okay, vielleicht sollten wir mal ganz kurz nochmal
zu meiner Production Area. Hi Jungs, ich beobachte euch. Aha. Er gleitet einfach so dahin. So, wartet, ich muss mal hier noch ein bisschen Kohle abbauen. Ein bisschen. Ah, das ist mein Dick Toys, ne? Der das Geräusch macht. Ja. Okay. Gott, ist hier was los. Ein buntes Treiben. Okay, dann gucke ich gleich mal, was ich hier noch. Vielleicht produzieren könnte. Mit meinem bisschen, was ich habe. Nein, ich wollte die Kohle eigentlich mitnehmen. Ah, jetzt bin ich überladen. Okay. Achso, wartet mal. Ich habe hier noch Steine drin. Ich komme raus. Aber ich bin trotzdem noch überladen. So, nehme ich erstmal 66 mit. Jetzt gucke ich mal. Genau, hier sind meine Paarsphären. Die sind fertig. Ah, genau. Jetzt habe ich die Terrasphäre, aber da brauche ich Zement für. Ah, alles klärchen. Ich verstehe. Ganz schön teuer. So, wartet mal. Ich hatte doch... habe ich nicht noch den... Nee, habe ich nicht. Alles gut. Überfall! Wow! Alter! Au! Au, au! Ich bin gleich tot! Meine Pals auch! Die haben ja voll die Flammenwerfer. Ah! Oh, guck mal. Ich sehe die Welt unter mir. Alter Schwede. Die haben ja voll die Flammenwerfer. Darauf war ich jetzt aber irgendwie nicht vorbereitet. Ja. So viel dazu. Wartet mal, ich muss erstmal meine Rüstung, glaube ich, reparieren. Naja, so ein bisschen wenigstens. So, du brauchst die Platte, aber du bist eigentlich noch recht gut. Recht gut intakt. Naja, gut, hier könnten wir vielleicht nochmal. Ja, gut, das reicht noch. Ach ja, ja, darauf bin ich jetzt überhaupt noch nicht so wirklich, ne? Ihr wisst schon. Flammenwerfer, hallo? Kann es jetzt mal aufhören? Meine Pals sind doch sowieso da schon hinüber. Aber ist auch egal, die Folge ist sowieso schon zu Ende. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben heute nur ein wenig was gebaut. Aber ja, ich finde, das nimmt hier schon so ein bisschen Form an, ne? Die Bar habe ich jetzt mal ein bisschen rausgepackt. Hier drinnen haben wir ein wenig Möbel, die noch nicht gebaut sind. Ach du meine Güte. Aber die kommen hier rein, das ist gut. Ja, schön. Komm, helf mir mal mit. Nee, hat keinen Bock mehr. Genau, ich habe jetzt hier eine kleine Essecke.
Okay, es hat jetzt aufgehört, Gott sei Dank. Und mein Puls geht ganz mies, ich weiß es. Aber darum kümmere ich mich ein andermal. In der nächsten Folge oder so. Flammenwerfer. Ich fasse es nicht. So, dann baue ich noch mal ganz kurz hier mit euch die Möbel noch zusammen und dann... Ja, hilf mir mal. Dankeschön. Und schon ist sie wieder weg. Das ist ein bisschen schief, oder? Das Regal hier, die Kommode. Ich glaube, die habe ich ein bisschen schief gebaut. Naja. Okay, super. Ich habe doch aber noch ein Klavier. Ich habe doch nicht nur einen Flügel. Ja, hier, guck mal. Kann ich das Klavier wenigstens hier hinstellen? Kann ich. So. Na komm, helf mir mal. Damit es einfach mal schneller geht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, dann habe ich wenigstens jetzt noch ein Klavier hier stehen. Na, wenn schon kein Flügel, dann wenigstens ein Klavier. Ach ja, es wird wohnlich. Auch wenn ich die Schränke nicht bauen kann, das ist voll schade. Das müssen die unbedingt noch ein bisschen ändern, dass man die auch tatsächlich halt in so einem kleinen Haus auch schon hinstellen kann, ne? Mit tiefen Wänden, Decken, ja. Gut, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, habt einen super schönen Tag und tschüss.